Und damit herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 2018, unserer Karriere mit dem FC Sevilla hier in der La Liga. Und ja, Spitzenspiel gegen Barcelona. Erste Halbzeit war es noch ein sehr, sehr schönes Fußballspiel und in der zweiten Halbzeit, wie so oft im 3D-Modus, eine unansehnliche Partie. Nichtsdestotrotz, wir haben 2:0 gewonnen. Ich habe mich viel geärgert, aber am Ende zählen die 3 Punkte. Das ist das Wichtigste und die beiden Torhüter waren die Spieler des Spiels. Ja, kann man so stehen lassen, muss man aber nicht unbedingt. Da wäre mehr drin gewesen für die Feldspieler, aber wie gesagt, ich will mich nicht zu sehr beschweren. Die anderen Ergebnisse, Retafe verliert deutlich 1:6 gegen Real Betis Sevilla. Real Madrid gewinnt 1:0 gegen Granada, bleibt uns damit auf den Fersen. Malaga gegen Deportivo La Coruña 0:0. UD Las Palmas schafft eine kleine Überraschung und gewinnt 3:1 gegen Valencia. Real Sociedad San Sebastian gewinnt 3:0 gegen Celta Vigo. Atletico Madrid, Espanyol, Barcelona 0:0. SD Eibar, die bisherige Überraschungsmannschaft der Saison, gewinnt 1:0 gegen CA Osasuna. Haben damit auch die volle Punktzahl geholt, deswegen auch Überraschungsmannschaft. Athletic Bilbao gewinnt 2:0 gegen Villarreal. Deportivo Alavés verliert 2:3 gegen Sporting Gijón oder Gijón. In der Elf des Tages Sergio Leon, Tello, Rabiot, Castellano, Garcia, Guardado. Viele ohne Spielerbild. Was soll das denn? Dellabella, Savic, Lopez und Varas. Warum haben hier so viele kein Spielerbild? Weil die neue Namen bekommen haben, nehme ich mal an. Das ist sehr schade. Aber können wir nichts dran ändern. Paco Alcacer wird für einen Tag ausfallen. Da war, glaube ich, ganz gut, dass wir den noch massiert haben. Denn der eine Tag, das ist verkraftbar, ne? So, Niklas Süle wechselt von Bayern zu Manchester City. Was war sonst noch so los? Spinazzola, Jugendspieler, lalala, Heuberg Adnan, Mercado war auch mal bei uns. Okay, aber sonst war nichts mehr los, wo wir drin beteiligt waren. Ja, wir haben natürlich das meiste Geld ausgegeben, wie so oft, aber natürlich auch viel Geld eingenommen. Wenn wir allein mal gucken, wir haben Ramsey, glaube ich, verkauft, da bin ich mir recht sicher. Für 30 Millionen, wir haben Isco für 68 verkauft, das sind 100 und warte mal, 68 und 30 sind 98, knapp 100 Millionen. Dann haben wir noch, irgendeinen haben wir sicherlich noch verkauft, Kurschia, 116 Millionen. Ja, also wir kommen da locker auf den Betrag. Wir haben bestimmt wieder Plus gemacht. Wird hier wieder falsch dargestellt. Jetzt haben wir eine Länderspielpause. Einzig Granit Xhaka kann im Konzert der Großen mitspielen. Also wirklich in guter Form, obwohl er mir im Nullabgänge bei Real Madrid im Spiel jetzt nicht so wirklich gefallen hat. So, Paco Alcacer ist wieder fit. Nächstes Talent, wer es übernehmen will, wie gesagt, Kommentar schreiben. Und was ich getan habe, kann ich euch gerade mal zeigen. Zum einen habe ich Hausaufgaben gemacht. Xavier Perez hat von mir ein Spielerbild bekommen. Ja, es ist ein Real Madrid-Spieler und er ist aus meiner eigenen Jugend eigentlich. Aber ich denke, das hier sieht aus wie ein Xavier Perez. Deswegen können wir über das Real Madrid-Trikot hinwegsehen, denke ich. Zudem habe ich mal nochmal mich umgeschaut auf dem Transfermarkt, was wir gerade für nächste Saison tun können. Zum einen wäre Luke Shaw sehr, sehr günstig zu haben. Den könnte man für 15 Millionen ungefähr holen aktuell. Da würde ich eigentlich fast direkt schon festmachen. Wobei wir ja eigentlich so ein bisschen mehr auf Spanier bauen wollten. Deswegen würde ich sagen, machen wir vielleicht doch nicht. Dann haben wir hier auf der ganzen Liste ganz viele Spanier, ein, zwei Belgier, aber hier, er wird bald auch Spanisch lernen, gehe ich von aus, weil er schon ein paar Saisons bei Celta Vigo ist. Und Arne Meyer als Ausnahme, aber es sind Spieler, deren Verträge auslaufen und wie gesagt vorwiegend auch Spanier mit ein paar Ausnahmen, damit wir ein paar mehr Spanier
hineinholen. Zudem habe ich Sergi Samper endlich ein Spielerbild gegeben. Der hatte die letzten Aufnahmen hindurch kein Spielerbild und jetzt hat er eins. Und ja, das habe ich so an Hausaufgaben gemacht. Und ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, was ich in der letzten Aufnahme angekündigt habe. Wie gesagt, die ist 2 Monate her. Ich weiß da gar nicht mehr, was Sache war. Was wir geplant haben, was ich mir vor allen Dingen gedacht habe. Aber ja, ich denke, wir kommen schon irgendwie wieder rein und machen das Beste draus. Würde heute gerne auch noch ein paar Parts nehmen, aufnehmen. Bin dann natürlich auch wieder sehr, sehr stark am Vorproduzieren. Das heißt, wenn die Folge hier rauskommt, ich nehme gerade auf am, lass mich mal, damit ich nichts Falsches sage, heute ist der 9. April, ja, die Folge kommt raus am 16. Juni, also es ist schon krass viel dazwischen und deswegen wird das auch, wenn die Folge hier am 16. April rauskommen wird und ihr schreibt einen Kommentar am 16. April, werde ich darauf direkt antworten, wenn ich das sehe, aber reagieren kann ich da wahrscheinlich nicht direkt drauf. Im Sinne, dass ich, zum Beispiel, wenn ihr Part 45 kommentiert und in Part 46 wird's gemacht, geht bei mir nicht. Weil ich halt, wie gesagt, arg im Voraus aufnehmen muss, damit täglich eine Folge rauskommt. Und ich habe ja jetzt die Frequenzen ein bisschen erhöht. Wenn ihr die Folge hier guckt, ja, Sevilla Part 45 kam nämlich am 13. Juni. Der Football Manager 2018 Part Nummer 5 raus von meinem Let's Play der Bonner SC Legenden. Einfach mal was Neues. Ich kann wie gesagt noch nicht sagen, wie es ankommt. Ich habe es erst vor 2 Tagen aufgenommen und schauen wir mal. Dann hat mein Games-Kanal auch wieder einige Videos am Start. Aktuell jetzt hier in dem Monat noch nicht, aber ich guck mal, wenn ich die nächsten Tage nochmal Zeit habe aufzunehmen, werde ich da natürlich wieder was tun. Also da ruhig auch mal in der Videobeschreibung gucken oder einfach bei YouTube Heal Fuck the Games suchen und dort ein Abo dalassen. Wenn ihr auch andere Spiele von mir sehen wollt, außer den Fußballmanager oder die nichts mit Fußball zu tun haben. Eric Bailey, ja, der darf bei uns leider noch nicht spielen, weil das mit der Registration schief gelaufen ist und das ist absolut kacke. Ich hoffe, der kann bei uns wenigstens international spielen. Dann spielt er halt in der in der Europa League, wenn wir da qualifiziert sind und in den Pokal spielen. Aber halt leider nicht in der Liga und das ist zum Kotzen. Ich glaube, er war nicht so teuer. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher. War ja, glaube ich, einer von den Last-Minute-Transfers. Wo ich halt fest davon ausgegangen bin, dass wir bei Schließung des Transferfensters nochmal nominieren können, welche Spieler wir denn nominiert haben wollen. Aber es kam nicht mehr und deswegen dürfen wir ihn nicht mehr einsetzen. Und das ist absolut kacke. So, warum wechselst du nicht auf Freitag? Immer diese Ruckelei hier am Aufnahmestart. Die ersten Parts sind echt immer eine schwere Geburt, ne? José Jiménez erreicht Trainingsziel, Ronny Lopez sucht Gespräch. Ja, wir brauchen auch keinen Streit in der Mannschaft, wir sind doch alles Freunde. Wir grüßen von der Tabellenspitze, was wollt ihr denn mehr? Ich glaube nicht, dass es bis zum Saisonende so bleibt, aber ich denke mal, mit den Plätzen unter den Top 4 wären wir sehr, sehr gut dran mit dem FC Sevilla. Selbst so Top 6 würde ich sagen, ist schon noch ein gutes Ergebnis. Auf Dauer wollen wir natürlich auf 1, aber ich würde sagen, diese Saison ist immer noch nicht so weit und nächste Saison, ihr habt gerade gesehen, welche Transfers ich anstrebe, das sind vor allen Dingen eher junge Spieler. Also es dauert noch ein bisschen, bis wir die alle dann on top haben. Aber wir nehmen natürlich mit, was wir kriegen können. Wenn wir diese Saison schon auf Platz 1 landen, dann beschwere ich mich nicht. Da habe ich da nichts dagegen. Der hat die Robustheit gemanagt, ist damit aber noch nicht so weit. Jaroslav Pekarek, nicht Pekarek. So, ihr hört es auch schon, ein paar neue Lieder wurden auch in die Playlist integriert, wo wir gerade beim Thema Hausaufgaben gemacht waren, aber das seid ihr ja von mir eigentlich gewohnt, dass ich da immer recht fleißig bin in neuen Liedern, damit hier ein bisschen Abwechslung reinkommt.
auch eine große Palette an Liedern, ja, von, spiegeln nicht unbedingt immer meine Lieder wieder, wie gesagt, kann man auch gar nicht, weil das Lieder sein müssen, die von der GEMA nicht getrackt werden und auch von YouTube allgemein nicht gefleckt werden. Aber ich denke, da sind ein paar feine Lieder sind dabei. So. Dann gucken wir mal, was können wir denn noch hier tun. Ihm stellen wir direkt ein. Wer ihn wie gesagt übernehmen will, soll sich direkt melden. Erstmal rechts außen und links außen leeren und das reicht eigentlich schon. Wobei Ballgewinner ist schon eher Verteidiger, ne? Ein Ballgewinner ist defensives Mittelfeld oder Verteidigung. Machen wir ihn mal zum Verteidiger. Ich versuche nämlich, dass der Spielertyp dahin passt. Eine Diva und Fair. Hm, naja. Nicht so die besten Werte, die man haben kann. In Sachen Attribute, aber passt. Coffee cups and cigarettes laying around the room. I don't mind a little mess. Just wanna stay. Aber hier die Werte sind in Ordnung. We'll do anything that we want today. Won't be scared of falling down. 8-Sterne-Talent ist natürlich auch hervorragend. Rechtsverteidiger haben wir leider gerade keinen. Hat auch nur den rechten Fuß. Indian Summer. So, die Marktwerte hat man, glaube ich, alle aktuell gehalten, wenn mich nicht alles täuscht. Dann können wir jetzt nochmal Spielergespräche führen. Aber bietet sich kaum jemand an zum Reden. Das ist natürlich das, was ich immer wieder sage. Ne? Ihr müsst schon gut trainieren, sonst wird das schwierig. So hat Keeper aktuell die Nase vorn vor Sergio Rico, der uns natürlich letzte Saison ein paar Mal den Arsch gerettet hat, muss man so sagen. Aber wie gesagt, das ist jede Woche ein neuer Kampf und wer keinen Bock hat, sich durchzusetzen, oder wer sich nicht den Arsch aufreißen will, der hat halt Pech gehabt. Mitchell Giggs wird sehr wahrscheinlich, oder was heißt sehr wahrscheinlich, wird nicht 100%ig wieder verkauft. Mahach würde ich gerne nochmal verleihen oder so. Eigentlich mag ich den Typen. Einfach nur wegen dem Namen. Sinne den, ja. Piaka, müssen wir sehen, dass wir den auch so einsetzen kriegen. Und ich glaube, wir haben hier immer sonntags die Spielergespräche geführt, ne? Deswegen müssen wir noch einen Tag weiter. Und dann mit dem Rest reden. Muss ich mich noch dran gewöhnen, dass in Spanien alles immer sonntags ist. Hattrick von Sergio Leon. Keine Meldung, dass Arne Meyer unser Lieblingsspieler ist, obwohl wir eine neue Aufnahmesession haben. Auch sehr ungewöhnlich. Geld stimmt. Wir hatten ja den Kredit auch hier abbezahlt, den wir am Anfang der Karriere aufgenommen haben, oder? Inaki Williams ist natürlich bärenstark, hat hier aber glaube ich auch kein Spielerbild. Wie allgemein einige leider kein Bild haben, wie gesagt, wegen der Änderung der Benennung. Durch das neueste Update. Bailey spielt in der Nationalmannschaft und Piaka auch. Das ist wichtig, damit die Spielpraxis erhalten, obwohl sie bei uns noch nicht spielen dürfen. Piaka darf, aber hat halt auch große Konkurrenz. Aber allgemein bin ich mit der Mannschaft sehr zufrieden. Kann mich nicht beschweren. Geht natürlich immer besser, aber wie gesagt, wir sind noch in so einer Art Umbruchsphase. Wollen uns jetzt so ein bisschen auf spanische Spieler fokussieren, wie wir es auch bei Inter gemacht haben und trotzdem oben dran bleiben. Und ich denke, das sieht ja bis hierhin ganz gut aus, ne? So, jetzt führen wir noch die restlichen Spielergespräche. We'll be right back.
Erstmal lange Pässe, Bailey. Mark Uth wird auch verkauft, da kann ich mir nicht vorstellen. Ah, wir können keine weiteren Gespräche mehr führen, das ist aber schade. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass wir an ihm noch festhalten. Da ist die Konkurrenz zu groß und allgemein mag ich die anderen lieber. So. Ja, Bailey leider nicht spielberechtigt, das ist echt bitter. Vielleicht kommt sie ja noch, aber ich glaube nicht, das war nur in England, dass sie dann nachträglich kam. So, ich wollte jetzt aber hier nochmal reingucken und zwar wollten wir hier endgültig alles mal reparieren. Abstöße, Kurzpass, Abwehrreihe würde ich sagen so auf 55. Wir wollen vorwiegend Kurzpassspiel machen. Kann ruhig ein bisschen riskanter sein. Pressing ruhig bei 65% und das speichern wir jetzt mal. Dass wir das jetzt mal endgültig haben. Ich wollte jetzt noch mal in den Terminkalender gucken. Würde ich sagen, in diesem Part noch das Spiel gegen Las Palmas, dann im nächsten Part Getafe und Athletic Bilbao und dann Real wieder live. Oh, Inaki Williams hat mittlerweile ein Spielerbild, das ist sehr gut. Lars Dietz wechselt zu LSK Linz. So. Joa, Schnarch. Der lädt immer so langsam vorwärts, dann kann ich mir ja nochmal ein schönes Kaltgetränk aufmachen. Mit Geschmack, pass auf. Haltet euch fest, ja, also wirklich alle festgehalten, ja. Geschmack Blueberry Pomegranate. Und jeder weiß, was ich gerade trinke. Angebot für Hector Bellerin und Emre Can abgelehnt, also jetzt werden schon unsere Stars angefragt. Erfolg weckt Begehrlichkeiten. Aber sind beide Spieler, die ich ungern abgebe. Wie gesagt, da gibt es extreme Grenzen. Bin nur gespannt, welche Vereine da dran waren. Emre Can kann ich mir so... wer ist normalerweise im Manager immer am Emre Can interessiert? Leverkusen? War das Leverkusen? Hector Bellerin, dann sicherlich so... ich tue mir da immer schwer, aber vielleicht doch wieder Arsenal... Lese ich nicht schnell, es ist immer so ein Raten ins Blaue. Aber wir haben ja Zeit zu philosophieren, denn der lädt wirklich noch sehr langsam. Aber es wird nur diesen Part hier sein, im nächsten geht es dann schneller. So. Gerade wenn er dann speichert, ist wichtig, dass er speichert, bin ich sehr dankbar, weil wie gesagt, er stürzt sehr oft ab. Und natürlich durch das Speichern wird die Rechenlast nochmal erhöht und deswegen dauert das am Anfang so ein bisschen länger. Aber wir sehen ja jetzt schon, dass er teilweise schon ein bisschen schneller nachkommt. Rabiot erreicht übrigens sein Trainingsziel, das ist auch wichtig. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich Rabiot auch bei Inter gekauft und bin dort davon ausgegangen, dass ich Rabiot noch nie in der Karriere gekauft habe. Und wisst ihr warum? Weil das nicht gelogen war, dass die Sevilla-Aufnahmesession so ewig her war, sondern weil die wirklich ewig lange her war und ich dann vollkommen vergessen habe, dass ich bei Sevilla hier auch Rabiot gekauft habe. Ich habe nämlich da eben
vor der Aufnahme geguckt, was ich noch zu machen habe an Spielerbildern einfügen und so, habe ich ja gesagt, Thema Hausaufgaben. Und dann sehe ich Rabiot und ich so, ach du Kacke, habe ich den hier auch? Tja, passiert, ne? So, am Samstag halte ich jetzt nicht an. Ist gut, dass in Spanien alles sonntags ist. Könnte ich mich dran gewöhnen. Aber wenn gleich die Spiele gegen Real und so kommen, das muss ja dann heißen, dass wir gar nicht international dabei waren. Ich glaube, wir sind da knapp gescheitert. Kann das sein? Und das heißt, dass Eric Bailey von uns gar keine Einsatzzeiten bekommen kann, außer im spanischen Pokal. Und das ist echt scheiße. Weil bis dahin wird er nicht besser. Man muss spielen, um besser zu werden. Das ist in echt so. Das ist auch hier im Spiel so. Klar kann man sich durch Training die Trainingsziele verbessern, aber der braucht die Einsatzzeiten und das ist echt bitter. Ich könnte höchstens Testspiele machen, aber das bringt ihm ja auch nicht so viel. Und vor allen Dingen haben wir auch ohnehin schon einen vollen Spielkalender. Wir nehmen jetzt erstmal Piaka kurz mit. Carmona ist nicht mehr im Form hoch. Ronny Lopez und Guedes sind gleich gut. Da haben viele ihr Formhoch leider verloren. Aber da machen wir so und so nichts gegen. Wir müssen hoffen, dass die Infrastruktur schnell nach vorne kommt, dass wir auch hier weiter ausbauen können. Aber es dauert noch 29 Tage. Auch hier habe ich erstmal das Günstige ausgebaut, ich Trottel. Weil jedes Mal, wenn wir die Fanartikel jetzt nicht dazu machen können, geht uns natürlich ein bisschen Einnahmen flöten, die wir potenziell hätten. Eine ganz einfache Milchmädchenrechnung. Mein Gott, was für ein schwieriges Wort. So, und wir haben theoretisch 40 Millionen. Wir könnten von den Transfers, die wir hier haben, schon mal welche anvisieren. Und zwar welche, die günstig sind. Gucke ich gerade mal, wer jetzt schon angemessen zu haben wäre. Er wäre für 1 Million, aber ich glaube, er wird da eh nicht verlängern, deswegen frage ich da erstmal nicht an. Abel Ruiz ist noch nicht günstiger, deswegen fragen wir da nicht an. Obala, der ist schon günstiger, da können wir ja schon mal anfragen. Ist zwar nicht meine Wunschlösung, aber für 1,5 Millionen, 20 Jahre, hat viel Potenzial, kann verliehen werden und so weiter und so fort. Er geht auch noch ein bisschen günstiger. Da warten wir ab bis zum Winter. Delafoe ist schon, naja, günstig würde ich das jetzt nicht nennen, aber schon preiswert für das Preis-Leistungs-Verhältnis zu haben. Deswegen fragen wir da auch an. Da muss es noch günstiger werden. Da auch. Eine Meier. Geht auch noch ein bisschen günstiger. Sergi Samper ist schon preiswert zu haben. Das ist nett. 2 Millionen, sagen wir da mal, ist unser Limit. Dass wir hier schon mal ein paar Sicherheiten haben, dass ein paar Spanier schon mal kommen. Da warte ich auch noch ein bisschen, aber bei ihm haben wir schon mal ein besseres Spielerbild als bei Camano. Er ist natürlich flanken noch nicht so stark, aber trotzdem hätte ich ihn lieber. Sergio Mina ist kein Spanier, aber er kann Spanisch. Und wie gesagt, hat bei Barca so ein paar Tage lang schon gespielt, deswegen fragen wir da auch mal an. Cusurella muss noch günstiger werden. Dass wir schon mal ein paar Spieler haben, ja? Sergio Rico. Rabiot. Torriecher gelevelt, alter Schwede. Der Typ ist echt genial, ne? Ah, jetzt habe ich nicht gesehen, wer Emre Can wollte. Tottenham will Bellerin. Wer wollte Emre Can? Hier stimmt einiges nicht. Da haben wir leider keinen Mentor. Bei Pep. Pep müsste doch einen Mentor haben, oder? Nee, will auch den Rechtsverteidiger lernen.
Wir haben wieder zu viele auf der Außenbahn. Jede Karriere dasselbe. Er ist sehr talentiert, aber ist wie gesagt der Ballgewinner-Typ. Da haben wir nämlich aktuell keinen Rechtsverteidiger, der ihm das lernen kann. Wir können dafür aber erstmal einen schon mal abgeben. Würde ich sagen, nehmen wir Carlos Freile. Erstmal die ganzen nicht so talentierten abgeben. Als nächstes wäre er hier oder erstmal Nestor dran. Da müsste hinhauen. So, ich denke, die Aufstellung passt so. Da braucht man nichts ändern. Bietet sich auch nicht so viel an. Dann würde ich sagen, noch schnell Taktik. Zack. Leukremi. Der trifft auch immer gern gegen uns. Und Halilovic darf man auch nicht unterschätzen. Das Ganze wieder per Sofortberechnung. Wir werden nicht verlieren, Freunde. Las Palmas kommt besser in die Partie. Jetzt hatten wir die erste große Chance, die zweite große. Und Angel Correa 1-1, Valverde mit dem, mit dem Ausgleich, falsch gesagt. Angel Correa mit dem 1-0, so rum. Da habe ich den Ausgleich schon vorweggenommen, ich Trottel. So, wir wollen natürlich aber gewinnen und das ist eigentlich machbar, finde ich. Emre Can mit keiner guten Partie, genau wie Guedes. Und den letzten Wechsel sparen wir uns gerade noch. Batshuayi kommt als Joker wieder rein. Ronny Lopez mit dem 2-1. Können wir das diesmal jetzt über die Runden bringen oder nicht? Doch, können wir. Knapper 2-1-Sieg, nicht überzeugend, aber immerhin. Die haben gar nicht gewechselt, alles klar. Federico Valverde. Krasses Talent, alter Schwede. Nice. Die anderen Ergebnisse. Valencia gewinnt 3-1 gegen Getafe. Granada verliert 1-3 gegen Real Sociedad. Celta Vigo gewinnt 1-0 gegen Malaga. Espanyol Barcelona gewinnt im Derby 3-2 gegen Barcelona. Obwohl Messi zweimal getroffen hat. Wahnsinn. Also Espanyol wirklich gut drauf. Sporting Gijón gewinnt 1-0 gegen Osasuna. Villarreal gewinnt nicht, aber immerhin ein 1-1 gegen Real Madrid, die damit auch zum ersten Mal Punkte gelassen haben. CA Osasuna war meine erste Mannschaft im... Wie hieß die Webseite, Mann? Die auch Fußballmanager 13 Fan-Zeug angeboten hat. Ich glaube Soccerlobby oder so. Da war Osasuna in dem dortigen Online-Manager mein erster Verein, den ich dort gemanagt habe. Deswegen ist bei Osasuna immer für mich auch sowas Besonderes, werde ich nie vergessen. Deportivo Alavés 0-0 gegen Atletico Madrid. Real Betis Sevilla gewinnt 1-0 gegen Athletic Bilbao, auch eine kleine Überraschung. Und Deportivo La Coruña Eibar 0-0, damit sind wir die einzige Mannschaft, die noch keinen Punkt abgegeben hat. In der Hälfte des Tages Messi und Ronny Lopez vorne. Radoja, Hernandez von uns, Orellano, Lacco, Lato, Babin, Navarro, Lopez, Neto im Tor. Pui. Die wenigsten Gegentore haben wir noch nicht, aber dafür die meisten schon mal geschossen. Einige Trainerstühle wackeln wieder. Unserer geht jetzt nach oben. Wir stehen ja auch auf Platz 1. Eine deutliche Verbesserung zu letzten Jahr, da haben wir nur 5 Punkte geholt, beziehungsweise wir gar nicht, weil wir da noch gar nicht bei Sevilla waren. Und wir hatten eigentlich schon ordentliche Gegner, allein Barca, ne? So, wir hatten ja überall unsere Preislimits schon gesetzt. Wenn wir bei dem einen oder anderen nochmal günstiger werden können, dann sollten wir es machen, aber höher gehen wir bei keinem. Nur so zur Ansage, ansonsten scheitert's erstmal und wir verhandeln im Winter nochmal. Ja, die Karriere hier bei Helsingør gestartet, meine ich, ne? Deswegen sehen wir hier auch ein paar Meldungen von dort. Hat schon in sich.
Und ich denke, Sevilla ist erstmal eine geile Aufgabe, aber ich verstehe nicht, warum hier Sevilla FC steht und hier Valencia CF, also einheitliche Linie, naja. In meiner Benennung in den Folgentiteln gebe ich immer den deutschen Namen, also FC Sevilla, und in den Videotags gebe ich dann immer beides, also Sevilla CF und FC Sevilla, falls es jemanden interessieren sollte. So, du bleibst bei den 30, ich denke, das ist in Ordnung. Hier bleiben wir natürlich auch bei den 30, genauso wie bei Nina. Wir scheißen den FC Barcelona nicht mit unnötig Geld zu. Die haben einen neuen Trainer, Getafe, Level 1. Gibt denen natürlich immer noch mal ein bisschen extra Motivation. Also der nächste Part wird nicht so einfach, denn meistens verliert man leider gegen Vereine, die einen neuen Trainer haben. Emre Can erreicht sein Trainingsziel und mit Oberla dürfte man verhandeln. Wie gesagt, ein Riesentalent vom FC Basel. Nee, Salzburg, der ist doch von Basel, oder? Ist der hier schon gewechselt von Basel zu Salzburg oder verwechsel ich ihn gerade? Du spielst auf jeden Fall mal erste Mannschaft, aber es dauert noch ein bisschen. Nationalspieler sollten wir aus dir hinkriegen, aber gehaltsmäßig wollen wir mal gucken, dass wir vielleicht auf 500.000 bleiben können. So, kein internationaler Wettbewerb. Müssten wir eigentlich erst nächste Saison machen, ne? Weil diese Saison sind wir noch nicht international dabei. Dann würde er nämlich direkt wechseln, das wäre nicht so cool. So, dann erhöhen wir das Gehalt auf 750.000. Sind aber die Bonuszahlungen noch zu hoch? Okay, stimmt, eigentlich ist es ein Talent. Normal habe ich immer gerne hier meinen geübten und gewohnten Rhythmus, aber da es ein Talent ist, sollte man damit anfangen. Ich denke, wir kommen bei allen hin, das ist gut. Droht erstmal keiner zu scheitern. Das ist ein Lied, das kennen wir schon. Zwar nicht aus dieser Karriere, denn dafür ist es, glaube ich, zu neu, aber aus den anderen Aufnahmen. So, bei Oberla gucke ich gleich nochmal. Ich bin mir aber eigentlich sicher, dass der von Basel kam. Dass der in dieser Champions League-Saison bei Basel auf sich aufmerksam gemacht hat. Ronny Lopez kommt in die Startelf, genauso wie Rodriguez Fernandes und Mahach nehmen wir jetzt auch mal mit auf die Bank. Sergio Rico 80, aber Dings hat immer noch Form hoch. Marcut und so weiter werden so schnell nicht spielen, werden dementsprechend im Preis nicht steigen, das weiß ich selber, aber ich wüsste nicht, wann ich die spielen lassen soll. Vielleicht auch mal im Pokal, wenn ich ein paar eine Pause geben will und durchrotiere, aber sonst in der Liga ohne Verletzung garantiert nicht. Der Transfer hat dann geklappt, nehme ich an. Mitgliederkampagne, Platz 5, Oberla kommt zu uns und jetzt bin ich gespannt. FC Basel, jawohl. Ist schon ablösefrei zu Red Bull gegangen. 6 Spiele, 6 Tore. Ich plane ihn nicht in der Sturmspitze ein, aber so auf den Flügeln ist er, glaube ich, ganz geil. Auch wenn er noch nicht flanken kann, aber der hat die Schnelligkeit und alles und vor allen Dingen Spielertyp Dribbler ist ganz gut. Eric Bailey erreicht das nächste Trainingsziel. Jetzt bräuchte er nur noch Spielpraxis außerhalb der Nationalmannschaft. Aber ich weiß nicht, wie ich die ihm vermitteln soll. Vielleicht in der Länderspielpause, aber da ist er ja selber nicht da, weil er da auch immer Länderspiele hat. Also es ist eine doofe Situation. So, er hat den zentralen Mittelfeldspieler erreicht. Das ist sehr gut. Ausdauer auf einmal krass gestiegen, weil er spielt.
So. Rafinha. Emre Can erreicht auch das nächste Trainingsziel, hat aber so ein bisschen abgebaut. Dann Flanken, falls er doch mal auf den Flügeln spielen muss als Verteidiger. So, in der Jugend sollte soweit alles tutti frutti sein. So, dann noch mal ein paar Spielergespräche führen. Kurzuma geht nicht, Emre Can geht nicht, José Jiménez geht nicht. Chaka. David Carmona. Rodrigo Hernández, der ausgezeichnet in Form ist. Correa. Lenglet, der eigentlich durch Bailey ersetzt werden sollte, aber ja, leider nicht kann. Marco trainiert auch gut, das ist, ja, ist gut, aber irgendwie auch, naja, spielen wird er wie gesagt nicht. Batshuayi, Ronny Lopez, super letztes Spiel, Boy, und Paco Alcácer, gut trainiert. Verträge müssen wir auch noch nichts machen. Dann würde ich sagen, gehen wir noch schnell rein in die Taktik. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar schreibt und vielleicht sogar den Daumen nach oben gebt. Dann signalisiert mir das immer, ihr habt noch Bock auf die Karriere, euch gefällt, was ich hier mache. Und wie gesagt, wenn euch irgendwas nicht gefällt, könnt ihr via Kommentare darauf Einfluss nehmen. Support ist kein Mord, oder wie das so schön heißt. Und ja, wenn ihr wissen wollt, was ich abseits des Let's Plays treibe, dann schaut in die Videobeschreibung. Dort sind nämlich Links zu meinem Twitter, Facebook und vor allem, viel wichtiger, Instagram-Account. Dort kann man nämlich sehen, was ich so mache. Zudem ist dort auch ein Link, wenn ihr den Fußballmanager selber kaufen wollt und mich dabei so ein bisschen unterstützen wollt, kriege ich nämlich ganz kleine Anteile an eurem Kauf. Ohne dass es für euch teurer wird, Klammer auf, Reflink, Klammer zu, muss ich euch aber auch, denke ich, nicht extra erklären, wenn doch, schreibt einen Kommentar. Ja, außerdem ist dort ein Link, wenn ihr die Datenbank auch installieren wollt, wo ich das Ganze her habe. Und dann könnt ihr das nämlich auch nachspielen. Außerdem, wie immer, meine Homepage verlinkt, heelfakti.de/blog, dort gerne auch mal vorbeischauen, da könnt ihr nämlich das Video auch angucken, kommt zur selben Uhrzeit raus wie auf YouTube, selbe Qualität, weil es halt von dort eingebettet ist. Falls die YouTube-Abo-Box bei euch spinnt, weil ihr zu viele Leute abonniert habt und YouTube das nie fixen wird oder ihr sonstige Probleme habt oder einfach mir einen Gefallen tun wollt, dann schaut's über die Homepage und klickt dort meinetwegen auch gerne auf die Werbung, um mich zu unterstützen. Wenn ihr die Werbung nicht mögt und die Texte da nicht anklicken wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr direkt eine kleine Spende da lasst, wenn ihr ein paar kleine Cents im Monat überhaupt einfach auf das Spenden-Plugin oder via Spenden-Plugin nutzen. Das findet ihr links oben auf meiner Homepage. Dort ist auch eine Top-Liste für die Spender eingeblendet für mehr Ansporn. Und auch um nachzuvollziehen, wie viel Geld ich von euch bisher bekommen habe. Und natürlich auch unter jedem Video oder auch hier auf YouTube in der Videobeschreibung unter Heelfakti unterstützen. Dort allerdings via paypal.me und ihr könnt dann nicht in die Top-Liste aufgenommen werden. Aber ich denke, es ist auch so ganz nett und würde mir tierisch helfen, allein um die Serverkosten zu decken und vielleicht mal das ein oder andere neue Spiel zu kaufen oder wenn mein PC doch den Geist aufgibt, da Kleinteile zu holen oder irgendwann mal, wenn ganz, 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 ganz viele spenden und ihr ganz oft auf meine Werbung auf der Homepage klickt, dann kann ich mir einen neuen PC kaufen und dann kann ich auch endlich FIFA oder Pro Evolution Soccer wieder aufnehmen. Würde mich tierisch freuen, irgendwann mal dort wieder anzukommen, aber ja, ansonsten machen wir so auch, denke ich, ganz gute Arbeit. Ich bedanke mich für euren Support. Wie gesagt, bin damit sehr zufrieden bisher. 3 Likes oder 3 Daumen nach oben auf meinen Videos ist schon für mich ein guter Wert bei so, ja, in Anführungsstrichen wenigen Views. Aber wie gesagt, ich mache das trotzdem gerne, sonst würde ich nicht weiterhin täglich Videos raushauen. Und bedanke mich für euren Support. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Yeah, yeah.